begrüße euch recht herzlich zurück zu Pokémon Platin Edition. Wir wollen uns ja in der heutigen Folge noch ein bisschen dem Training widmen, um dann nochmal in die Arena zu laufen. Hoffentlich damit ein bisschen mehr Glück. Was ich aber noch ein bisschen bezweifle. Ich denke mal, das wird wieder eine der Arena-Leiter, wo ich mächtig viel nachtrainieren muss. Um überhaupt klar zu kommen. Wichtig sind erstmal die, aber am wichtigsten wäre eigentlich Shine, weil zwecks Wasser-Pokémon. Andererseits setzt er ja Welser ein, ne? Und Welser ist quasi egal, was ich tue. Ich bin sowieso am Arsch. Ich muss immer noch rausfinden, wo ich VM3 Surfer herkriege. Habe ich überhaupt VM2 schon fliegen? Ich glaube ja. So. Die Trainer sind ja noch relativ einfach. Ist aber schön zu wissen, dass ich einige ausgelassen habe. Obwohl ich. Das hatte ich ja mit Absicht gemacht. Weil ich einfach nur nach Weideburg wollte. Ey. Das ist ja wohl ein Scherz. Das ist ein richtig großer Scherz. Das ist Kakel. Ich hätte echt mit mehr EP gerechnet. Aber nein. Soll vermutlich nicht sein. So, BHP sind scheiße. Nick müsste aber auch ein bisschen trainiert werden. Oh, sieh mal an, er hat sogar das andere Schalier los. Ich weiß gar nicht, erinnert der Evoli jetzt mit dem nächsten Level ab die Bissattacke? Nächste Attacke. Ich weiß nicht, wie lange das noch dauert, bis wir unser Leola entwickeln können. Das dauert mit Sicherheit nur eine ganze Weile. Da kriege ich ja Leola eher zu einem Nachtarer entwickelt. Und das ist noch nicht mal schwer. Das Problem ist einfach. Wir kommen auf jeden Fall erstmal als nächstes. Als nächstes müssen wir, glaube ich, hier rüber laufen. Wenn ich mich nicht irre. Und das ist die Frage. Müssen wir jetzt das Ziel hin? Oder müssen wir dahin? Mir persönlich wäre es ja lieber, wenn wir erst nach Blissach gehen. Weil dann könnte ich wenigstens unser Evoli entwickeln. Diese Wolke sieht wie ein riesiges Eis aus. Lecker. Ja.
Ich mal wissen, ob ich. Ja, da brauche ich wieder die Kraxler-Attacke, verdammt. Also wo habe ich noch Trainer? Da komme ich noch nicht längs. Da brauche ich auch wieder Kraxler. Hier komme ich runter. Aha. Okay, dann wissen wir schon mal, wo wir runter müssen, wenn wir die Attacke beherrschen. Jetzt muss ich trotzdem erstmal gucken, wo wir noch ein paar Gegner haben. Oh, ein Girafferig. Länger an. Oh, das dauert noch so ewig lang. Ich könnte es trotzdem versuchen. Davon mal abgesehen. Ein Georock! Zu schwach, mein Freund, zu schwach. Du bringst mir nicht allzu viele EP. Also, ich würde sagen, wir wandern erstmal nach oben. Tü-tü. In der Hoffnung, dass wir hier noch ein bisschen was erledigen können. Warte mal, hier. Konnten wir hier nicht. War hier nicht noch irgendwas zu erledigen? Klar, das. Stimmt, genau, dazu braucht man einen speziellen Schlüssel. Dann könnten wir versuchen, das irgendwie erstmal zu lösen. Ich weiß gar nicht, wie war das? Ey, das ist schon echt zu lange her. Ich weiß überhaupt nicht, wann ich zuletzt diese Gen gespielt habe. Na, was sagst du? Willkommen, das ist das Team das ist das schleichende Team Galaktik-Gebäude. Komische Energie für alle. Ja. Ich brauche einen speziellen Schlüssel. Weiterbringen, das ist bla, Philosophie, bla. Forscht die Tag und Nacht. Wir konzentrieren uns auf neuartige Energieressourcen. Das ist sehr schön. Du bist jung von uns. Wenn du älter bist, kannst du bei uns mitmachen. Will ich gar nicht. Und ich habe mich schon gefunden. Oh? Ich komme hier nicht durch. Oh, so ein Cheat. Muss ich denn erst später hierher? Hm.
Wir schauen einfach mal, was hier drin los ist. Was sagst du? Die Musik gefällt mir, muss ich schon sagen, aber das fand ich auch blöd. In den japanischen Versionen des Spiels ist die Spielhalle aktiv. Und hier wiederum nicht. Ja, das ist ja bloß dieses Gebäude. Ich hab doch hier irgendwo das Itemradar. Ist da oben vielleicht irgendwas zu finden? Ansonsten können wir auch nach Weideburg zurücklaufen. Ich gucke mal, dass ich ein Pokémon. Ein Sonnenbonbon. Immerhin. Also nichts da. Ja, wir können jetzt nicht schon Fliegen einsetzen. Oh. Ich will mehr anschalten kann ich nicht. Deswegen würde ich sagen. Versuchen wir es einfach nochmal. Es halten wir unsere Pokémon und werden dann nochmal fix in den Supermarkt gehen und uns noch ein paar Items kaufen. Und dann werden wir die Arena watscheln. Ich muss das nochmal. So. Sein Boilin ist eben das Problem. Die anderen beiden kriege ich schon irgendwie down. Auch wenn er hier und da ein paar Hypertränke einsetzt. Richtig. Wir werden mal 7 kaufen noch. So, also wie gesagt, mehr als drauf gehen kann ich nicht. Beziehungsweise verlieren. Deswegen versuchen wir es einfach. Wir versuchen es einfach wieder mit verschiedenen Taktiken wie damals. Mal sehen, ob ich den Weg noch weiß. Hier links. Hier rüber. Da lang. Den hier nochmal ablassen. Komplett rüber hier. Hier hin. Hier hoch. Da. So. Dann lassen wir mal sein Text runterraddeln. Und dann wollen wir mal sehen, was wir erreichen können. Also gegen Garados ist es also nicht das Problem. Da kommen wir mit Schein gut an. Weil wir Glück haben, ist es sogar ein One-Hit.
Natürlich muss er Kaskal einsetzen. Warum auch? Immerhin One-Hit-KO. Quatsch, Morlord hatte er, genau. Ich kann mit Chuck nicht wirklich viel ausrichten. Aber ich kann ihn auf jeden Fall ziemlich weit runterbringen. Und wenn er in etwa bloß noch 40 KP hat nachher, wäre das top. Allerdings so nicht. So jedenfalls nicht. Ich muss ihn so weit runterbringen, dass ich ihn mit einer Drachenfutattacke vollkommen außer Gefecht setzen kann. Das ist mein Ziel. Und Spatz beherrscht ja zum Glück die Notsituationsattacke. Naja. Gut, selbst wenn Spatz jetzt draufgehen würde. Das immerhin jetzt die Chance, vielleicht mit mir die letzte Attacke zu kriegen. Drachenfutter. Ja. Oh, mir reicht auch das nächste Level. Top. Oh, ihr Lieben. Ja, wechsel mal. Nick wäre dann, glaube ich, jetzt eine gute Wahl. Denn ich möchte unser Schein ein bisschen heilen. KP, Supertrank. Ja, 2 KP kommt, egal. War klar, dass er Wasserdüse einsetzt. Oh! Oh! Das, hätte ich jetzt nicht gedacht. Das beherrscht die Eiszahnattacke. Oh nein! So ein elender Mist aber auch. Oh. Scheiße, ich bin begeistert von dir. Ich bin regelrecht begeistert. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Alter, mir fällt gerade extrem ein Stein vom Herzen. Jetzt haben wir also auch den Feenorden.
Kannst du die versteckte Maschine des Surfer außerhalb eines Kampfes einsetzen? Das ist eine besondere Belohnung, die ich dir gebe, da dein Team ganz außergewöhnlich ist. So, toll. Wir können außerhalb von Kämpfen also nun Surfer einsetzen. Das ist toll. Ist auch wunderbar. Nur besitze ich VM3 noch nicht. Geschweige denn VM4. Oh, hey! Du hast den Ohren schon? Was habe ich dir gesagt? Herr Marinus, also ich meine, der Meister hat es echt drauf, oder? Was soll der Tumult hier? Ach, ihr beide seid es. Hallo Meister. Hör mal, Junge. Ich kenne deinen Vater, das stimmt schon. Aber ich kann mich nicht erinnern, dich als Lehrling angenommen zu haben. Und ich werde es auch nicht tun. Außerdem benötigt ihr beide mich nicht. Ihr solltet allein zur Stärke gelangen, ohne bei mir in die Lehre zu gehen. Ist doch egal. Du bist jetzt mein Meister. Aber reden wir nicht weiter drüber. Es gibt nämlich Ärger. So ein Typ von Team Galactic treibt sich an der Pokémon-Warte herum. Er hat was von einer Bombe gefaselt. Was? Niemand sabotiert Waldeburg. Nicht solange ich es verhindern kann. Hey, Meister, so warte doch. Okay. Dann kann ich erstmal schnell ins Pokémon-Center laufen. Und die Pokémon heilen. Also, da wir nun Surfer außerhalb eines Kampfes einsetzen können, bezweifle ich, dass wir als erstes nach Blizzard gehen. Also, das sieht mir doch eher aus, als wenn wir jetzt erstmal nach Fleetbook müssen. Einmal du getauscht, dann nochmal du mit dem. Terp. Mein neues Outfit ist ein richtiger Knaller, oder? Glibunkel ist das Maß der Dinge. Warum sprichst du mich von dieser Seite an? Hey, hast du keine Augen im Kopf? Ich bin auch noch hier. Also, wo ist denn dieser Typ? Puh, das war ganz schön laut. Du da! Was in aller Welt sollte das? Was sollte das? Was das sollte? Das ist eine recht interessante Fragestellung. Gut, dass du es angesprochen hast. Dieses Paket enthielt die sogenannte Galaktikbombe. Ich habe sie ausgepackt und auf den Knopf gedrückt. Ganz einfach. Und da ging es los. Das klang dann etwa so kabum. Ach gut. Dass du mich daran erinnerst. Vorgesetzte wollen informiert werden. Sonst hätte ich natürlich gerne weiter geplaudert. Bis die Tage. Übrigens sieht deine Maske völlig daneben aus. Dem Großmord darf kein Schaden zugefügt werden. Ihr beide folgt mir bloß nicht. Und lasst bloß niemanden herein. Falls da drin noch etwas explodiert, sollte niemand in der Nähe sein. Ich sag mal, wie. Oh. Was soll denn das? Renn mir nicht hinterher. Pass auf, dass ich meinen Pokémon nicht auspacke. Aber du hast Glück, denn leider habe ich wichtige Termine. Ich muss so schnell wie möglich zum See. Komm nur nicht auf den Gedanken, mir zu folgen. Hast du das kapiert? Ein bisschen Zeit haben wir noch, also können wir ihn noch ruhig ein bisschen verfolgen. Wir benötigen die Energie, die im Windkraftwerk erzeugt wird, um unsere Entwicklung fertigzustellen. Man muss schon ein wissenschaftliches Genie sein, um so etwas entwickeln zu können. Und da unser Boss es entwickelt hat, ist er ein wissenschaftliches und mechanisches Genie. Ach, du hast gelauscht. Ich habe nur laut gedacht. Aber ich werde dennoch nicht meine wertvolle Energie verschwenden. Nur um dir eine Lektion zu erteilen.
Du kannst gerne versuchen, was du willst. Ich folge dir jetzt. Aber Junge, Junge, diese Galaktikbombe haut ordentlich rein. Mit diesem Brummer gibt es eigentlich nichts, was wir nicht in die Luft jagen können. Was sie wohl damit vorhaben? Ach, du hast glaube ich, habe nur laut gedacht, du bist anhänglicher als Kleiste. Und ich habe es satt, immer vor dir wegzulaufen. Aber ich werde dennoch nicht meine wertvolle Energie verschwenden. Nur um dir eine Lektion zu erteilen. Ja, na sieh. Oh, Lebel. Muss das jetzt sein? Bitte. Oh, ist ja schön, dass dir das auch aufgefallen ist. Ja, genau. Der kann ich wohl gerade beim Kopf schon bei dem. Ja, ja, ich will ihn mal lieber da quasseln lassen und. Wieso renne ich überhaupt so schnell? Diese neue Welt, dieses neue Universum, von dem unser Boss andauernd reden. Mir wird ganz komisch, wenn ich daran denke. Wenn wir dieses Ding einsetzen. Ach, du hast spitze Ohren. Du hast spitze Ohren gemacht und mich belauscht. Du bist so nervtötend, hartnäckig. Ich bin total kaputt vom Rennen. Und ich werde nicht gegen dich antreten. Feigling? Oh nein! Bist du mir immer noch auf den Fersen? Der See ist in Sicht. Du lässt mir keine andere Wahl. Mein Pokémon wird es dir zeigen. Ja, danke, darauf habe ich doch bloß gewartet, mein Freund. Nur ein Dunkel. Knirsche. Oh, Tiefschlag. Ein bisschen wenig, was ich abziehe, ne? Oh, ja, das hier. Ich kann es hoffen, dass ich jetzt mit meiner Düse den letzten Rest danke. So gefällt mir das. Nächstes Level. Ich kann nicht mehr kämpfen. Ich pfeife aus dem letzten Loch. Ich muss den Commander bringen. Ich wünschte, ich könnte es am See einsetzen. Und was rennt da? Wo hätte ja gleich kämpfen können. Oh, hallo. Wir haben uns ja lange nicht gesehen. Wie geht es mit deinem Pokédex voran? Ich bin hier, weil ich mir den See ansehen will, um den sich eine alte Volkssage rennt. Aber der See scheint für die Öffentlichkeit gesperrt zu sein. Kennst du die Volkssage? Sie berichtet, dass in der Mitte des Sees eine Insel sein soll. Im Inneren der Insel soll sich die Illusion eines Pokémon befinden. Niemand darf die Höhle des Pokémon betreten. Aber ich muss dich was fragen, das nicht zum Thema gehört. Hey, Tobias, wo ist dieser Schurke von der Galaktik hingerannt? Wie? Sag bloß, du hast die ganzen Jahre verschwiegen, dass du eine ältere Schwester hast. Nein, sie ist nicht deine Schwester. Oh, ach so. Diese Explosion im Großmal. Ach, das war nichts Ernstes. Herr Marinus hat mir gesagt, ich soll dir das sagen, aber dieses Team Galactic. Sind die außer Kontrolle geraten oder was? Nächstes Mal, wenn ich sie sehe, werde ich ihnen eine Lektion erteilen, die sie so schnell nicht vergessen werden. Mach's gut. Er ist ein Freund? Er ist wahrscheinlich eher ungeduldig als energiegeladen. Kann das sein? Also, um auf das Thema zurückzukommen. Hast du die Horde von Anton an der Route 210 gesehen? Ja, genau. Hinter dem Café an der Route 210. Du hast die Gruppe Anton gesehen.
die sich irre Köpfe halten. Wie dem auch sei, gib den Anton diese Medizin. Du arbeitest an einem Pokédex. Da wird sich das für dich lohnen. Na, das will ich doch haben, meine liebe Cynthia. Ich hoffe, du wirst jede Art Pokémon, die es gibt, wirklich sehen können. Vielleicht schaffst du es dann ja, das Illusions-Pokémon zu entdecken. Ich muss los. Bis bald dann. In der Tat. Wollen es haben. Okay, 28, das heißt, ich muss sie beide noch auf 29 bringen, dann habe ich einigermaßen wieder gleich. Wir werden jetzt erstmal nach Trostu fliegen. Unsere Pokémon und Pokémon sind daheim. Und dann würde ich sogar sagen, dass wir die Folge hier auch beenden können. Das heißt, in der nächsten Folge werden wir nach Elises gehen. Und ich hoffe ja immer noch, dass wir von dort aus nach Blissach gehen. Weil ich möchte endlich Evoli entwickeln. Also wie gesagt, so wie... Außerdem muss ich mal gucken, wo ich die VM03 Server kriege. Ich glaube auf jeden Fall, dass es hier irgendwo in der Nähe war. Auf jeden Fall muss ich unbedingt auf halt. Auf jeden Fall will ich unbedingt auf diese Route, weil hier muss ich Evoli per Level Up entwickeln. Ansonsten wird das nichts mit dieser Entwicklung. Mal genug kann ich hier immer noch wieder hingehen im Ewigwald und Evoli da entwickeln lassen, aber dann wird es ein Fulipoba. Und das will ich nicht. Ich möchte einen Glaziola haben. Glaziola wird nämlich eine gute Alternative in der Pokémon-Liga werden. Ja gut, nicht direkt Alternative, aber eine gute Ergänzung. Wenn man sich nicht speziell auf irgendein Eis-Pokémon festlegen möchte. Gut, Leute, nichtsdestotrotz würde ich sagen, war es das für diese Folge. Ich bedanke mich jedenfalls recht herzlich fürs Zuschauen. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Die Ohren sind ganz schön dreckig, muss ich mal wieder putzen. Jedenfalls würde ich mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid zu Pokémon Platin Edition. Bis dahin. Siehst du, das kann ich auch unterschreiben. Bis dahin wünsche ich euch jedenfalls einen wunderschönen Tag, beziehungsweise wunderschönen Abend, je nachdem, wann ihr die Folge seht. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.